Hallo meine lieben Freunde, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Odyssey. So, ich werde jetzt mich mal mit den drei Schiffen da anlegen. Aber das wird schon schwer genug. Denn die sind auch nicht gerade von Pappe. Sind Stufe 38. Athena Elite Tiere. Athena Pentecontere. Ja, und das sind Athena leichte Athena Tiere. Triere oder so ähnlich. Okay, gut. Ja, mal gucken, ob ich die Blockade. Jetzt wird nicht gesungen. Natürlich sehen die mich, bevor ich sie sehe. Bist du soll bevor ich. Bereit zum Gefecht! Der Feind ist schussbereit! Lass auf die Teile auf! Schützen! Bereit halten! Oh Mann! Wir nehmen Kurs auf uns! Bereit zum Feuer! Ah, oh, ja, die. Bereitet euch auf Feindbeschuss vor! Es wird! Schießt die Teile auf uns! Ja! Lass es her! Ein Poseidon! Ja! Annehmen! Auf mein Tier! Oh, verdammt! Oh, Scheiße! Malaka! Die wollen uns treffen! Ah, ich hasse das, wenn die da. Vielleicht soll ich sie auch mal klappen. Na, hau mir jetzt mal hier. Ja, oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein, nein. Da habe ich so viel Schaden einstecken müssen. Ah, nee. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut, dass ich die gerammt habe. Das war nicht gut. Verdammt nochmal. Mein Schaf, haltet euch fest! Gut! Ich hab mir Schuss! Heile! Ach, die sind ja auch noch da. Hey, wir halten das nicht mehr lange durch! Gut! Die bin ich jetzt auch los. Jetzt muss ich mich eigentlich nur noch um die da kümmern. Scheiße! Nee, dass ich die rammen wollte, das war gar nicht gut. Das war ganz, ganz scheiße von mir. Das war... Oh. Ja, scheiße. Nee. Das war ein fataler Fehler. Das war fatal. Ich hätte die nicht rammen dürfen. Da haben sie mir richtig Schaden zugefügt. Ey, scheiße. Setz die Segel! Das war nicht gut. So, aber vielleicht... leichte...
Martina. Das ist jetzt aber, sind aber andere Schiffe. Vorher war da eben auch so eine Elite dabei, aber diesmal nicht. Ah, Ruhe jetzt. Mit den Stimmen könntet ihr die Sirenen betören, aber das reicht fürs Erste. Vielleicht haben die es ja jetzt so gemacht, dass sie jetzt leichtere Schiffe gemacht haben, als dass das Spiel merkt, ich bin einmal draufgegangen, hab's nicht geschafft, also kriege ich jetzt leichtere Schiffe. Alle auf ihre Posten! Sie sind bereit zum Feuer! Oh. Verdammt nochmal. Schütze! Hier sind die Pfeile! Der Wind kommt davon! Bereit machen! Kapitän, sie versuchen uns zu rammen! Wo? Alles klar, die bin ich ja schon mal los. Ich glaube, die erwischt uns gleich. Oh nein, nein, auf, verdammt! Bereit zum Feuern! Wir werden gleich schaffen! So. So, dann mal. Der Feind ist schussbereit! Pfeile bereit! Oh, 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 oh! Nein, nein, nein! Die werden gehen! Feuer! Kapitän, wir müssen ausweichen! Wir können sie entfernen für sie! Macht euch bereit! So! Die bin ich auch los! Ah, der ist zu weit weg. Die sind zu weit weg. So. Warum haben wir schon wieder ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Gut. Das hätten wir ja geschafft. Dies war auch natürlich wesentlich einfacher, weil ich auch leichtere Schiffe hatte. So, aber jetzt groß entern, da habe ich ganz ehrlich gesagt jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich erstmal gesagt, keinen So, gut, jetzt kann ich ja wieder zurückkehren.
Oh, schon wieder Kopfgeld. Was soll denn der Scheiß? Die haben mich doch angegriffen. Die haben doch die Blockade gemacht. Und wenn ich die bösen Buben besiege, wird ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das finde ich nicht fair. Nein, gar nicht fair. Naja, gut. Aber mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Okay. Gehen wir zurück zu Myrene und dann mal sehen, was sie zu sagen hat. Springe ich hier durch die Gegend wie so ein Flum hier. Ich glaube, ich laufe hier oben rum, ne? So. Ach, das ist er ja auch da. Nee, das ist sie. Ich dachte gerade, das wäre der eine Spartaner, der mir geholfen hat. Der Hafen ist frei. Wir müssen weg hier, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit, Timo. Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Cassandra, auf ein Wort. Stimmt etwas nicht? Abgesehen von den Angriffen auf meine Insel und dem Kult? Nein, aber wir müssen reden. Ja, und zwar, ich will endlich mal wissen, wer mein wirklicher Vater ist. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König? Weiß Aspasia schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide. Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Ich stehe dir bei, wir sollten uns auf Paros konzentrieren. Immerhin stellen wir uns ihnen gemeinsam. Ja, für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deinem Bruder. Wir finden ihn. Triff mich, wenn du bereit bist. Können wir nun ablegen? Wohin? Ja, wohin eigentlich? Wohin? Wir zerstören die Flotte von Paros ein für alle Mal. Nur dann ist Naxos in Sicherheit und wir können es verlassen. Ich bin bereit. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihn. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. So, und das soll jetzt heißen? Die Paros-Blockade. Gut, schön. Gemeinsames Vorgehen. Vernichten die Schiffe von Paros. Ah, Gott. Oh, da ist sogar ein Kultist. Ah ja, stimmt, das ist ja da eine... Ach, jetzt war ich da auf Paros und habe vergessen, den Punkt zu synchronisieren. Scheiße. Ach, Kacke. Na gut. Lass ihn nicht ändern. Da bist du! Wo ist denn jetzt hier eigentlich mein Schiff? Gut. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd. Ich würde das gerne natürlich den Punkt synchronisieren. Das mache ich dann jetzt auch mal. Da kann ich jetzt... Wo ist jetzt das vierte Schiff abgeblieben?
Hier sind jetzt nur drei. Wo ist das vierte? Hallo? Hm. Oder da sind zwei Stück übereinander. Hm. Egal. So, ich werde jetzt erstmal hier hingehen, von hier aus dann da diesen Punkt synchronisieren und dann von hier aus das Schiff rufen und dann platt machen. So, gut, ich meine, so hier durch die griechische Welt segeln, das ist ja echt, durch die antike griechische Welt ist natürlich schon, ins Wasser! Schon geil, ne? Anlegen, vorbereiten! Warum? Ah ja, da kommt er ja. So, jetzt will ich aber erstmal hier diesen Punkt synchronisieren. Denn ich muss auch noch die Fragezeichen abarbeiten. Das wird dann in den Bonusfolgen gemacht. Okay, gut, das Militärlager muss ich wohl ein bisschen umgehen. Jetzt kommen die ja gleich wieder an und wollen mir Böses. Aber meine, wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch gleich mal den Schatz plündern. Leute, mal alle bitte weggucken. Diebstahl. Den Kopfgeldstifter jetzt umlegen, da habe ich jetzt keine Lust drauf, und den Kopfgeldjäger jetzt platt machen, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier nun der? So. Wo ist er denn jetzt in der Punkt, wo ich hin muss? Alter, ich will nicht diese Scheiß Foto hier. In diesem Punkt da synchronisiert. Da. Alles klar, da muss ich hin. Athenas Wacht. Da, weg hier. Aus beiseite. Bin in wichtiger Mission unterwegs. Duldet keinen Aufschub. So, rauf da. Ja, ist immer ein schöner Ausblick. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel Punkte muss ich eigentlich noch synchronisieren. Noch 10 weitere, ne? Ah ja, das sind ja die vier Schiffe. So, aber mal ganz kurz gucken, was sind das denn eigentlich alles für Dinger? Athena Elite, ja super. Die Bernsteinmorgen, Augen des Kosmoskultist. Ah, das wird nicht einfach. So, warte mal, wo? Oh.
Gut. Erstmal wieder abspeichern, denn. Da werde ich unter Garantie wieder draufgehen. Ja, ich sehe ja immer Leute aus der Luke rauskommen, aber. Ich kann da irgendwie nicht reingehen. Schade. Oh, die stellen sich da ja schon richtig hin in Schussposition und warten nur darauf, dass sie das Kommando übernehmen, damit die gleich losfeuern können. Na, danke schön. Ruder bereit machen! Steuer gehört dir, Kapitän! Aber irgendwie fehlen mir die Kanonen aus Black Flag. Gleich schießen die auf uns! Schützen! Auf Position! Ein perfekter Treffer! Ja, ich weiß, dass ich... Der Feind feuert gleich! Heile! Der Feind ist schon! Ah, ja.